So, wir sind auf unserer Reise mittlerweile in Jünde in Niedersachsen angekommen. Und neben mir steht jetzt Dietmar Bode, der Bürgermeister von Jünde. Hallo Herr Bode erstmal. Wir stehen auf der Biogasanlage. Können Sie mir vielleicht kurz erklären, was das eigentlich hier ist? Ja, die Bioenergieanlage, so sagen wir in Jünde, ist entstanden, um praktisch den Ort mit Strom zu versorgen und auch mit Wärme. Und das beides im Verbund, das ist wohl einmalig in Deutschland gewesen. Im Jahr 2005 sind wir ins Netz gegangen und deswegen sicherlich auch das große Interesse an Jünde. Und in der Struktur ist es so, dass eine Genossenschaft gegründet wurde und die Genossenschaft betreibt diese Bioenergieanlage. Das heißt, eigentlich gehört das, wo wir hier jetzt stehen, alles dem Dorf Jünde? Ganz genau, es gehört den Genossenschaftsmitgliedern. Es sind so circa 70% der Häuser angeschlossen und dementsprechend, die sind natürlich auch, die Besitzer sind auch Mitglied der Genossenschaft. Und ja, wie sagt man so schon bei der Genossenschaft, ein Mann, eine Stimme. Und deswegen erschien uns diese Form der Genossenschaft auch sehr praktikabel. Gut, wir sprechen von der Genossenschaft. Wie war das denn am Anfang? Haben die Landwirte da gesagt und auch die Dorfmitglieder, Mensch, was soll das denn irgendwie? Was ist das für eine Idee? Ist das überhaupt möglich, was sie da alles planen? Oder wie war so die Resonanz? Also ich will mal sagen, das Erfolgsgeheimnis war vielleicht, dass man sehr offen miteinander umgegangen ist. Man hat alles transparent rübergebracht. Es gab sehr viele Dorfversammlungen, Arbeitskreise. Das heißt, es blieb irgendwo nichts im Unklaren. Also es fühlte sich, denke ich mir, jeder, der Interesse daran hatte, irgendwo auch mitgenommen. Und ich glaube, das war schon ein Erfolgsrezept, dass seinerzeit die Initiatoren das auch so gemacht haben. Können Sie mir noch ganz kurz erklären, was hier für ein biologischer Prozess stattfindet in der Biogasanlage? Ja, es werden also nachwachsende Rohstoffe, die ja in der Gegend auf den Äckern wachsen, Mais, Tritikale zum Beispiel, die werden seliert, dann werden die dort vergoren und die werden dieser Biogasanlage zugeführt. Genauso wird Gülle der Biogasanlage zugeführt, schwerpunktmäßig Rindergülle. Dort entsteht nun dieser biologische Prozess. Und aus diesem Gas, was in diesem biologischen Prozess entsteht, diesem Biogas, das wird im Prinzip verstromt durch einen Generator und dabei entsteht Strom, doppelt so viel als der Ort Jünde verbraucht, und Wärme. Und die Wärme, die reicht also im, ja, ich sage mal Frühling, Sommer, Herbst, kommen wir vollkommen damit aus. Und erst im Winter, wenn es so kälter ist, dann wird also noch ein Holzhackschnitzelwerk dazu geschaltet. Das heißt, mit Strom können Sie sich komplett autark beliefern sozusagen, mit Gas nicht? Oder wie ist da das Verhältnis? Nee, das Gas wird ja praktisch verstromt. Und der Strom, der da anfällt, das ist sicherlich so, da produzieren wir doppelt so viel. Also wir wären autark. Nun ist das natürlich so, wir geben das ins öffentliche Netz an, wir verkaufen es, kriegen Einspeisevergütung nach dem EEG und beziehen natürlich vom Energieversorgungsunternehmen den Strom. Aber denkbar ist vielleicht in Zukunft auch durchaus, dass man das vielleicht mal selbst übernimmt. Vielen Dank für das Gespräch.